Ja, hallo, herzlichen Dank. Ich hoffe, man hört mich. Sieht danach aus. Gut, wir möchten eigentlich ein Projekt und ein Produkt vorstellen, also das erste Resultat dieses Projekts. Das Projekt hatte den Namen Incipit und es geht einfach darum, dass in der Schweiz flächendeckend ein ARC-Attributionsservice eingeführt werden soll. Und ich begrüße auch nochmal Julien, der mir hier assistiert und nachher auch natürlich noch dazu etwas erzählen wird. Ja, zum Kontext vielleicht, nächste Folie. Das Projekt hatte die Laufzeit von einem Jahr, also das gesamte Jahr 2020 lief dieses Projekt Incipit. Und es gab zwei Partner, die Haute École de Gestion in Genf. Das ist eigentlich sowas wie die Fachhochschule Potsdam vielleicht in Deutschland, weil wir eben Bibliothekare und auch Archivare ausbilden, aber für den gesamten Bereich Information und Dokumentation in der Westschweiz, also in der französischsprachigen Schweiz, gibt es nur diese Hochschule. Und unser Partner, auch Datenlieferant, war das Swiss Institute of Bioinformatics und das Geld kam von Swiss Universities. Das ist so etwas wie die Rektorenkonferenz in Deutschland. Und die Hälfte des Geldes kam von den anderen beiden Partnern. Und die Idee war einfach, dass wir kostengünstig PIDs attribuieren wollen und auch zu den DOIs einfach ein Komplement zur Verfügung stellen, weil wir der Meinung sind, dass ARCs auch sehr viele Vorteile bieten. Wenn wir die jetzt aufzählen würden, dann wäre der Vortrag schon am Ende angekommen. Aber vielleicht können wir nachher nochmal dazu kommen. Das war eigentlich das Ziel. Denn wenn man sich jetzt die Schweiz anschaut, das ist ein kleines Land, vielleicht vergleichbar mit einem großen Bundesland in Deutschland, dann sieht man natürlich, dass da auch schon der Fokus sehr stark auf die DOIs ist oder DOIs, wie es in der Westschweiz heißt. Es gibt eigentlich streng genommen nur einen Attributionsservice bei der ETH in Zürich. Der war immer kostenpflichtig. Also das läuft seit 10 Jahren. Wenn man eine DOI wollte, musste man bei der ETH anfragen und auch immer schon dafür bezahlen. Dann gibt es noch ein Archiv oder ein Datenarchiv für Sozialwissenschaften, ähnlich wie dem in Köln, wo mir jetzt der Name leider entfällt, der von der GESIS. Das hat auch dieselbe Tradition, die FORS, aber die attribuieren nicht für alle Daten DOIs. Es gibt viele Daten, die haben gar keinen Identifikator. Dann gibt es Zenodo, das kennen alle. Das wird beim CERN ja gehostet, das sich zur Hälfte in der Schweiz befindet, aber eine extraterritoriale Institution ist, eigene Polizei, eigenes Rechtssystem. Deshalb kann man auch streng genommen legale Probleme letztlich bekommen, wenn man auf Zenodo Daten ablegt. Dann gibt es ein sehr großes Projekt in der Schweiz, DLCM. Das soll das Langzeitarchiv für Forschungsdaten in der Schweiz werden, mit zwei Produkten. Eins JARETA, das ist dann das Archiv für den Kanton Genf. Da gibt es auch schon entsprechende Gesetze dafür. Und eben OLOS, das soll dann das Langzeitdatenarchiv für den Longtail of Research Data in der Schweiz werden. Und es gibt, man sieht es ganz klein, in Basel ein Institut für Digital Humanities, die schon ARCs attribuieren, aber nur innerhalb des Kontexts der Geisteswissenschaften und auch nie die Absicht hatten, einen flächendeckenden Attributionsservice zu erstellen. Ja. Habe ich noch eine Folie oder bist du schon dran? Nee, jetzt bist du schon dran, oder? Also ich übergebe dann jetzt an Julien, der sich mit den Details viel genauer auskennt. Ja, vielen Dank, René. Also ich werde mein Best tun, um über den technischen Teil zu sprechen, um mit der Erstellung von ARCs, so Archival Resource Keys, beginnen zu können. Benötigen Sie zunächst eine Name Assigning Authority Number oder NAN. Das Beziehen einer solchen Nummer ist kostenlos und es ist durch die also Name2Thing.net oder ja, so durch die California Digital Library. Und hier können wir sehen, dass es in der Struktur eines ARCs drei Hauptteile gibt: der Resolutionsdienst, der Basisobjektname und der Qualifier.
Ich werde vielleicht nicht auf eine verständige Erklärung der Syntax eines Archivarius Keys angehen, aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass dank der Qualifier eine feine Granularität möglich ist. Das bedeutet, dass Args können auf, ja, so auf jeder Granularitätsebene zugewiesen werden, zum Beispiel einem Manuskript, den Kapiteln darin, der Kapitelabschnitten und so weiter. Ein großer Vorteil von Args, auch von meiner Meinung, dass andere Spezifikationen wie zum Beispiel FFF Image API einfach kombiniert werden können. Und jetzt, also Name to Thing oder N2T, das ist ein globaler Arc Resolver und N2T hat für jeden Pattern eine andere Art von Daten im Kopf. Wenn eine Institution zum Beispiel über einen Provider geht, ist die Resolution anders, als wenn eine Organisation die Zuteilung von ARCs selbst übernimmt. Und im Fall unseres Inkipit-Projekts und Archetyp, das ist der Dienst, sind wir ein Provider. Das heißt, wir am Moment speichern wir die Daten innerhalb Name-to-Thing, aber das, also ich spreche das, also in einigen Folien, dass wir möchten mit der California Digital Library anders machen. Für die Erstellung unseres Service haben wir uns an der Initiative Args in die Open beteiligt, die jetzt Arc Alliance heißt. Es gibt viele. Gibt es Hintergrundgeräusche? Ja. René, vielleicht ist es, kannst du vielleicht das? Nein. Ich mache gar nichts, aber ich kann muten. Einen Moment. Vielleicht ist es besser. Ich weiß nicht. Danke. Ja, also die jetzt Arc Alliance heißt. Die Arc Alliance ist für die Verwaltung der Arc Identifier, also die Spezifikation und auch einige Ressourcen verantwortlich. Wir sind daher in mehreren Arc Alliance Arbeitsgruppen, wie die Outreach Group, vertreten und ja, jeder Interessierte kann kommen. Ja, gibt es also ein neues Website, arcs.org. Dank der Teilnahme unseres Projekts an Arcs in the Open könnten wir mit der California Digital Library diskutieren und ihren Code für den Attributionsteil von Arc wieder verwenden. Langfristig ist das Ziel, diese Zusammenarbeit zu verstetigen, das heißt zum Beispiel Shared Components zu haben und so weiter und auch, also Arc Outreach zu machen, wie weiter. Und dank auch dieser Zusammenarbeit wurde der Archetyp-Dienst geschaffen. Vor ein paar Monaten haben wir beschlossen, den Namen des Projekts zu ändern und Archetyp statt Inkipit zu verwenden. Also das ist so, Archetyp ist ein Produkt von Inkipit. Archetyp ist eine Benutzeroberfläche, also ein User Interface, eine API und auch ein Helpdesk. Das ist bereits also funktionsfähig, aber wir befinden uns noch im Alpha-Modus. Die Website muss noch verbessert werden und einige Funktionalitäten werden verfeinert, um in den Produktionsmodus zu gehen. Und wenn Sie auf die Website gehen, können Sie dann versuchen, temporäre Arc-Identifikatoren zu erstellen. Ja, es gibt tatsächlich eine Demo-Seite, wenn Sie also keine Login haben. Und im weiteren Teil können Sie zwischen drei Metadaten-Schematen, Electronic Resource Citation, Datasites und auch Dublin.com wählen. Das mag seltsam klingen, aber man kann auch Arc löschen. Wir können hier also diese verschiedenen Funktionalitäten sehen, Get, Create, Mint, Update und auch Delete. Also die Persistenz von Identifikatoren liegt in der Verantwortung von Organisationen. Also wir sind nur der Mittelsmann. Und das Ziel ist natürlich, unseren Service zu verbessern, darunter das Design der Website, eine Aktualisierung des Codes und immer noch die Bedürfnisse der kommenden Kunden zu erfüllen.
Wir planen auch die Plattform in mehreren Sprachen wie Französisch, also Deutsch oder Italienisch anzubieten. Auch die Resolution der ARC wird neu überdacht und dies in Zusammenarbeit mit der California Digital Library. Das Ziel ist, den Dienst innerhalb, also vielleicht von 1 bis 2 Monaten produktiv zu machen. Und ja, ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Und nun übergebe ich wieder an René. Genau. Jetzt sehe ich nur, die vertikalen Folien spielen uns einen kleinen Streich, weil man fast gar nichts mehr erkennen kann. Wir haben natürlich, das Projekt ist streng genommen ja schon ausgelaufen, weil es ja nur bis 2020 lief. Und wir haben dann ein Nachfolgeprojekt beantragt, das auch akzeptiert wurde und für ein weiteres Jahr jetzt Gelder bekommen für ein Folgeprojekt. Das heißt Incipit Chris. Also das geht eben darum, dass dieser Attributionsservice mit einem Current Research Information System verbunden wird. Oder die Idee ist einfach, Sie sehen hier unten, ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht, da ist eben Incipit 1, haben wir es genannt. Das ist dann der reine Attributionsservice. Und darauf soll jetzt ein Chris aufgesetzt werden. Und zwar eben Vivo. Das ist unserer Kenntnis nach das einzige Open Source Chris, das existiert und das auch auf Linked Data basiert und auch eine Ontologie enthält, die kann man, da kann man jetzt wirklich gar nichts mehr lesen, die heißt Vitro. Und also es geht letztlich darum, dass in dem Current Research Information System alle Entitäten auch durch PIDs klar erkennbar sind und dass man, wenn eben für eine Entität, also Publikation, Daten, Forscher, Institution, keine PID existiert, dass diese dann eben durch Incipit als ARC attribuiert wird. Dass dann also in diesem CRIS in jedem Fall jede Entität auch eine PID hat. Natürlich entstehen da in diesem Kontext auch Schwierigkeiten hinsichtlich der Disambiguierung bei häufigen Namen und so weiter. Ist man, wenn man das eben sauber zuweisen möchte, Forscher, Daten, Institution, und dazu gibt es dann eben ein Parallelprojekt, Swiss Trust Science Miner, das ist also eine Verbindung von Mining-Technologien mit Disambiguierungstechnologie. Und das heißt, man hat letztlich, das Projekt hat diese drei Komponenten, einfacher Attributionsservice, Verbindung mit einem CRIS und eben Algorithmen zur Disambiguierung und Erhöhung der Konfidenz. DSpace CRIS ist ebenfalls Open Source. Das kann sein, es kann aber auch sein, dass das Vivo bei DSpace gehostet wird. Da müsste ich nochmal genauer nachschlagen. Ja, also das ist das Folgeprojekt, das läuft dann jetzt auch seit einem Jahr. Dazu haben wir nochmal 2 Developer einstellen können, sind also auch etwas besser personell aufgestellt. Und dann geht es zur nächsten Folie. Jetzt kommt quasi der interaktive Teil. Ich wusste das vorher gar nicht, dass dieses Polling möglich ist. Was mir in den letzten Monaten in jedem Fall aufgefallen ist, ist das ja, also wir haben in Genf immerhin schon 3 Lockdowns gehabt und mir ist immer aufgefallen, dass sehr viele Kinder auch mitschauen. Deshalb haben wir hier 2 Educa-Plays aufgebaut. Das eine ist schon etwas älter. Das ist so ein kleines Kachelspiel über Identifikatoren und alles, was damit zusammenhängt. Und dann gibt es noch ein Kreuzworträtsel. Mot croisé auf Französisch, das eben die Hauptaussagen dieses Vortrags zusammenführt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wörtern. Und von daher wären Sie jetzt eingeladen, diese auszufüllen, bevor wir zur Fragerunde kommen. Und ich sehe, gibt es den Kommentar, dass beide eben bei DuraSpace gehostet werden. Ich wusste jetzt nicht, dass die auch vom Code her unterschiedlich sind.
Ja, deshalb weiß ich nicht, wir können Fragen machen. Wir können Ihnen auch 5, 6 Minuten geben. Von der Zeit liegen wir gut. Und Feedback dann einholen. Ansonsten. Super, das Spiel sieht ja sehr gut aus. Ich habe da gerade auch schon angefangen, ein bisschen Matching zu machen. Finde ich eine sehr gute Sache. Teilt es doch am besten auch im Slack-Channel. Im Slack. Ja, okay. Das wäre ganz gut, das da nochmal reinzudrücken, sodass alle anderen, die jetzt nicht in der Session sind, hier davon profitieren können. Ich sehe jetzt auch gerade aktuell keine Fragen. Ist bei dem Slack, ist das der Rock am Ring Session? Muss man dann speziell nochmal? Nee, der ist schon privat. Ihr könnt es gerne in die Q&A mit reinmachen. Mit Verweis darauf, dass es vielleicht zwar noch Deutsch sind, aber vielleicht sind manche Deutsche auch noch in anderen Sessions drin, die gerne dieses Spiel machen wollen. Ich finde es sehr gut. Okay, gut. Das eine ist aus einer Weiterbildung, das erste ist aus einer Weiterbildung, die wir vor Jahren mal entwickelt hatten, und das andere ist jetzt auf den Vortrag abgestimmt. Ich glaube, jetzt dann kann ich auch sehen, ob ich im richtigen Slack bin. Ja, genau. Ansonsten weiß ich nicht, wie viele Zuhörer gibt es denn? Ich glaube, es ist mittlerweile durch einen Fehler im System runtergefallen auf 10. Das geht ja. Genau. Gut. Ansonsten wären wir eben bereit, auch auf Fragen zu antworten, auf Hintergründe einzugehen. Was ich das Interessanteste finde, ist eigentlich, dass ARCs ja sehr unbekannt sind und so eine Art Schattendasein führen, und selbst wenn man mit Leuten auch in der Forschungsbewilligung spricht, dass die das eigentlich immer persistenter Identifikator mit DOI gleichgesetzt wird. Und ich sagte am Anfang ja eben, dadurch, dass wir auch Archivare ausbilden, haben wir vielleicht auch einen Ansatz, der stärker archivorientiert ist, und das ist bei der ARC, bei den ARC-Identifikatoren ja auch der Fall. Die von der Denkweise her. Vielleicht kann ich da nochmal nachfragen, weil ich hatte es vorhin auch in Antonias Session, die ARC, wisst ihr, wie viele ARC-IDs in Deutschland vergeben werden, also oder registriert sind? Gibt es da irgendwo eine Übersicht, dass man sich das irgendwo herholen kann? Also mir ist jetzt nichts bekannt. Jetzt in Deutschland oder in der Schweiz? In Deutschland. Oh, nee, also die werden ja in einem Register aufgeführt, aber nicht national, weiß ich jetzt nicht. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass das sehr stark auch von den Ländern abhängt. Also wenn man nach Frankreich schaut, beispielsweise Frankreich ist ja sehr zentral aufgebaut, und in dem Bibliotheksbereich spielt da die Bibliothèque Nationale de France eine sehr große Rolle. Und die hat ja für ihr eigenes System, verwenden die ARC für das data.bnf.fr. Das ist die Linked Data Applikation der französischen Nationalbibliothek. Und die haben natürlich dann auch sehr großen Einfluss auf die Attribution in Frankreich. Dort wird eigentlich sehr viel ARC attribuiert. Interessanterweise auch in Luxemburg, was aber auch damit zusammenhängt, dass eben alle die Länder, die auch einen frankophonen Teil haben, tendenziell immer nach Paris schauen. Und auch sehen, was da ist. Und da gibt es dann eher Connections. Und von daher hängt das auch damit zusammen. Da Deutschland ja auch dezentral organisiert ist, wie ein bisschen wie die Schweiz, obwohl das in der Schweiz dann noch viel stärker der Fall ist, ist es in Deutschland sicherlich anders. Was uns hauptsächlich gestört hat, war eben, dass die DOIs in der Schweiz eben kostenpflichtig sind und wie alles in der Schweiz sehr viel Geld kosten. Und das war eigentlich die Grundidee, auch da eine Alternative aufzubauen. Ja, ich sehe hier gerade noch eine Frage von Helen, die in der Question Answers drin ist. Was sind denn aus eurer Sicht die drei Hauptvorteile von ARC gegenüber anderen PIDs?
Julien, möchtest du antworten? Oder also einerseits ist es ja a priori eben kostenfrei. Ja, es ist anders aufgebaut. Es ist ein dezentraler Ansatz. Also es ist nicht so, Data Site ist ja eher so ein Club of Members. Und da werden ja auch, es hat eher einen zentralen Ansatz, wohingegen die ARKs in ihrer Natur eigentlich dezentral sind. Und Julien, möchtest du nur einen beisteuern? Wir haben eine Liste mit 10 Vorteilen, aber jetzt fällen mir nur die 2 ein. Ja, also vielleicht ja, die Granularität. Und auch können man, also können, man kann auch ARKs mit oder ohne Metadaten haben. Also das kann also ein Nachteil und auch ein Vorteil sind. Also für Forschungsdaten vielleicht nicht, aber für Digitalisierung oder auch für Daten, die vielleicht nicht für, ich weiß es nicht, für einige Daten, muss man nur für einige Monate das haben und dann ARC ist, das ist auch ein Vorteil, dass wir können auch so ARCs löschen. Das ist nicht, ja, das ist dann so, also, persistent ist nicht dynamisch persistent. So als wichtig, ja. Genau. Und Julien hat das ja eben im Vortrag auch erwähnt, die Qualifiers, die sind auch in der Syntax wohl das Element, was das am besten verdeutlicht, dass man eine sehr gute Granularität erreichen kann. Und Julien arbeitet beispielsweise auch viel im IIIF-Bereich und eben daher auch mit Manuskripten. Und ich glaube, die DOIs sind sehr stark in den Publikationen, da sind die mittlerweile auch fast unschlagbar. Aber auch die National Library of Medicine hat beispielsweise auch entschieden, dass die DOIs nur noch für die Publikationen verwendet werden und für die anderen Daten, für die reinen Daten andere Identifikatoren. Und wenn Sie eben ein Manuskript haben und von dem Manuskript die Seite und von der Seite diese Illustration, dann geht das sehr schnell in den Bereich und dann vielleicht auch noch bestimmte Pixelbereiche aus der Illustration in einen Bereich, wo Sie sehr viele auch fast, man könnte sagen, selbstreferenzielle Identifikatoren brauchen. Und da denken wir, ist man mit den ARKs besser aufgestellt. Ja, ja, das ist also sehr nützlich für zum Beispiel Annotationen von anderen Forschern. Ja. Deshalb ist zum Beispiel auch in diesem Archiv aus dem Digital Humanities Center in Basel ist das eben der Ansatz, dass man, dass das ganze System ist auch als Archiv gedacht für Bereiche aus der Forschungsprojekte aus dem Bereich Digital Humanities. Und es ist eine Linked Data Applikation mit ARKs und Zeitstempel, um eben auch diese Annotationen, diese Annotationsketten, die ja in den Geisteswissenschaften sehr wichtig sind. Also man hat die Quelle, dann das Zitat und dann das Zitat zum Zitat zur Quelle. Und um das eben sauber darzustellen, wurde dort auch entschieden, dass eben die ARKs mit den Zeitstempeln das beste Mittel sind, um das ein Tracing oder ein Tracking herzustellen. Da ist jetzt eine Frage, wie funktioniert ARK? Wie können Institutionen aus Deutschland teilnehmen? Also die ARKs werden quasi in der Wurzel, die Wurzel ist in Kalifornien, bei der California Digital Library. Dort werden die eigentlich vergeben. Das heißt, man muss sich mit denen in Verbindung setzen, kann aber dann das Hosting eigentlich selber gestalten, kann also sich die Rechte geben lassen mit sehr einfachen Mitteln, einen eigenen Attributionsservice zu starten. Das ist eigentlich die dezentrale Sache. Und die Grundidee ist auch, dass die ja appendiert werden, also quasi als Appendix an eine URI angefügt werden. Das hat auch den Vorteil, wenn eben die URI endet, dann muss man eigentlich nur die ARK, die appendiert wurde, also hinten dran gehängt wurde, an die neue URI schieben. Man ist also weniger abhängig von den Adressen,
die man anfangs vergibt. Vielleicht, um das zu illustrieren, gibt es so ein Beispiel. Die Sowjetunion, nehmen wir mal an, sie hat auf jeden Fall als Staat existiert, aber irgendwann hat der Staat aufgehört zu existieren, aber die Server sind noch da und die kriegen dann einfach andere Domains. Ja, und was passiert jetzt? Geht jetzt alles futsch? Ja, die kriegen einfach vorne einen anderen Namen und dann reicht es einfach, dass man das ARK, was hinten dranhängt, an die neue Adresse hinzufügt. Das ist so, glaube ich, die Grundidee. Und eben für die einfache Attribution, um das zu erstellen, braucht man eine sogenannte NAN. Und dafür hat Julien eben auch das gerade in den Chat das Formular eingefügt oder den Link dazu. Das heißt, man muss das einfach nur ausfüllen. Aber wie er sehr richtig sagt, die Implementierung dann ist etwas komplizierter. Wir haben gestern den Service auch in der Schweiz vorgestellt zum ersten Mal. Und dann ist natürlich die erste Frage, ja, wieso bietet ihr das eigentlich an? Das können wir doch auch selbst machen. Wir haben aber dann jetzt auch festgestellt, dass auch in einem Jahr man sich doch durch sehr viel Code wühlen muss und das dann auch anpassen muss und es auch wirklich sinnvoll ist, dass man dann nationale Instanzen haben, die einen Link haben zur California Digital Library und dann diesen Attributionsservice übernehmen. Jetzt habe ich aber viel geredet. Julia, möchtest du noch was sagen? Nein, vielleicht auch so die Videoaufzeichnung-Link von gestern, könnte ich das auch. Ja, also das war gestern. Gestern hatten wir eine Ask Me Anything-Veranstaltung in der Schweiz mit ungefähr 50 bis 70 Teilnehmern. Und da haben wir den Service vorgestellt. Super. Ich hatte ich füge noch gerade das von der BNF ein, falls das an. Sehr gut. Dankeschön. Dann vielen Dank euch beiden zu ARC und damit haben wir dann auch das Ende dieses German Rock am Ring Blogs erreicht. Ich möchte allen Vortragenden dafür danken, auch dem Publikum, dass ihr mit tapfer durchgehalten habt, obwohl es so leckeres Essen da gab, dass man gleich selber essen gehen wollte. Ich hoffe, ihr hattet gute Unterhaltung, habt gute Ideen, Anregungen bekommen, alle sowohl Präsentierende als auch Zuschauende. Ich danke euch sehr und wünsche euch ganz viel Spaß noch bei den anderen Sessions vom PDPalooza 2021 und ja, wir sehen uns dann spätestens zur Abschlusszeremonie. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.